der Tate ist für eine kleine Stadt, aber eine sehr wichtige Stadt. Brisk ist eine wichtige Stadt. Brisk ist gewesen die Grenzstadt zwischen Polen und Russland. Und dort haben die, wie mein Tate hat es gerufen, die Relsen, die Schienen von den Bahnen haben sich geändert. In Russland sind sie gewesen schmul oder verkehrt in Europa sind sie gewesen breit. In Brisk hat man gemisst rausgehen von einer Bahn und rein in die anderen Bahn, weil sie gewesen andere Relsen, andere Schienen, wie man das sagt. Aber das ist auch wichtig, weil in 1918 hat man dort dem Schulm von Brest-Litovsk geschrieben zwischen Russland und Deutschland. Und Russland ist damals heraus von dem Mochumme. Brisk ist gewesen eine wichtige Stadt für jeden. Es ist gewesen dort Yeshivas und Avade mit Chedorim. Aber ich weiß nicht, wie es ist gewesen für Mädchen. Öfter nicht. Und mein Seide dort, also von Schwarzmann seit, hat gewohnt in Stutt. Aber wohnendig in Stutt, weiß ich, also man hat zum Beispiel ein Haus. Ich weiß, wie das ist gewesen, weil ich bin schon gewesen einmal in Brisk, obwohl ich gewesen in Warschau. Und ich weiß, wie das ist gewesen. Und es ist ganz in Mitten Stutt. Aber ich weiß euch, was ich von Taten noch gehört, als die Kie, so geheißen Maschke, hat gewohnt mit sie. Äpfel nicht im selben Zimmer, ja, aber in Haus. Und sie gewinnen eine ganze Sache, weil sie bis man kennt, sie bauen etwas zum Haus, also als die Kie soll wohnen in eine eigene Wohnung in Haus. No, aber Briskot hat da Hauptgas. Und so hat er auch eine Kaserne, eine große Kaserne, eine Festung. Und es ist auch dort gewesen, als auch russische Soldaten. Und es ist eine wichtige Stadt. Das weiß ich. Aber noch eine Sache wegen Brisk, interessant. Brisk hat gehabt, aber weißt du, der Briske Rebbe ist gewesen berühmt. Es ist gewesen eine große Schule inmitten Stadt. Und ich weiß zum Beispiel, es ist gewesen dort ein jüdischer Spitul. Und der ist noch du. Aber es ist nicht mehr ein Spitul. Aber wenn ich bin dort gewesen und ich habe es gesehen, wie das Haus, wie der Bienen sieht aus, wurde gesagt, als Farasastut von 40.000, 50.000 Einwohner damals, ist es gewesen, ein Kuvert, so ein Spitul zu haben.